So, ich habe jetzt die Freude, den ersten Redner nach mir anzukündigen, den Lars Fischinger, und er kommt gerade schon nach vorne. Lars Fischinger, 46 Jahre alt, ist seit 1989 interessiert an der Paläozäti. Er hat an die 20 Bücher geschrieben. Er ist YouTuber, Blogger in Sachen Mystery und Grenzwissenschaften, vielen bekannt von anderen Meetings. Er arbeitet aktuell gleich an 2 Büchern. Eines wird noch in diesem Monat bzw. gleich im nächsten Monat erscheinen. Ein Buch über Nazca, dazu sagen wir nachher noch mal etwas, und über Ica. Ica, die Stadt, in der diese geheimnisvollen Steine liegen, die Professor Cabrera ausgestellt hat, die er aufgekauft hat, von Indios geschenkt bekommen hat, die sehr umstritten sind. Lars Fischinger ist ihnen nachgegangen. Lars, vielen Dank, dass du heute hier bist. Nur eben das Mikro umbauen. So, ja, vielen Dank, Peter, und hallo und guten Morgen erstmal zusammen. Ich kann mich erstmal daran anschließen, was der Peter am Anfang gesagt hat. Wir müssen ja hier unbedingt die Regel einhalten, denn wenn das Hotel Ärger kriegt, fällt es auf die AAS ab, und das gibt ganz schlechte Presse, habe ich gestern auch noch gehört. Also sollten wir uns doch wohl ein bisschen zusammenreißen. Ja, es geht heute um die Steine von Ica und vor allen Dingen um das Depot des Dr. Cabrera. Die Steine von Ica, also das ist natürlich sehr bekannt eben durch Dr. Cabrera, der dort in Ica wohnte. Der ist vor etwa 20 Jahren verstorben. Dann sehen wir hier gerade im Bild, und er hat eine riesige Steinsammlung aufgebaut. Und zwar fing das alles 1966 an mit einem Fisch, mit einem Stein, den er gefunden hat, beziehungsweise geschenkt bekommen hat, auf dem ein Fisch eingraviert ist. Das ist so quasi der Stein des Anstoßes. Und das hat er dann so beschrieben, beziehungsweise interpretiert, dass diese Darstellung, die auf diesem Stein eingraviert ist, ein uralter Fisch ist, der seit knapp 400 Millionen Jahren ausgestorben sein soll. Und so hat er sich gedacht, wie kann denn dieser Fisch dann auf diesem Stein graviert worden sein? Gibt es da irgendein Mysterium? Gibt es da irgendwie eine versunkene Kultur von Millionen von Jahren? Ja, und so wurde der Dr. Cabrera dann irgendwie so richtig elektrisiert über diese sogenannten Steine von Ica, wie sie dann später genannt wurden. Und es gab dann auch einige Ausgrabungen schon im Vorfeld, wo solche Steine gefunden wurden. Er zeigt da jetzt explizit immer diesen Stein. Ich hoffe, es könnt ihr erkennen, da ist so eine Blume drauf abgebildet. Die wurde bereits im Dezember 1966 in Lima in einer Zeitung veröffentlicht. Darauf wird immer hingewiesen bei diesem strittigen Thema, die Steine von Ica sind alle falsch. Da wird dann aber immer wieder darauf hingewiesen, es wurde vorher so etwas gefunden. Ich komme am Ende des Vortrages nochmal zu ganz neuen Funden von diesen Steinen von Ica. Gut, also der Dr. Cabrera wurde dann zu einem fanatischen Sammler dieser Steine. Und ihr seht hier Bilder von dem jungen Dr. Cabrera in seinem Büro. Also da waren Tausende, Zehntausende von Steinen, sammelte er im Laufe der Jahre da zusammen. Und er hat da so eine in seinem Buch 1976 eine ganz verrückte, Theorie von abgeleitet. Viele werden die kennen. Ich möchte sie mal gut zusammenfassen. So die Eckpfeiler sind, die er glaubt, auf diesen Steinen zu erkennen, dass es dort erstmal eine versunkene Kultur gab, vor Jahrmillionen, als es noch Dinosaurier gab. Diese Kultur auf der Erde lebte, die vollkommen anders aussah. Also die Kontinente waren anders angeordnet. Dann haben sie schon medizinische Kenntnisse gehabt. Er war selber ja Mediziner. Das hat ihn natürlich dann besonders brennend interessiert. Und da haben auch Sternenbeobachtungen gemacht, Operationen durchgeführt, konnten auch scheinbar irgendwie auf vogelartigen Tieren, man könnte sie interpretieren als Flugsaurier, herumfliegen. Und daher leitete da er so seine Kernaussage ab. In der Mitte seht ihr hier ein Bild von so einem Ica-Stein, ob echt oder unecht, wahrscheinlich unecht, aber mit einem Affen, das ist der Affe von Nazca. Er interpretiert auch die Hochebene von Nazca im Zusammenhang mit den Steinen von Ica, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise, dass nämlich
irgendwelche Außerirdische auf der Erde waren. Und vor 405 Millionen Jahren kam es auf unserer Erde zu einer Katastrophe. Und die seien dann von unserem Planeten wieder abgehauen. Und zwar durch ihren Flugplatz in der Hochebene von Nazca, wie ihr da unten seht, so ein Bild. Das ist so seine Kernaussage. Da hat er so in seinem Buch, hat er das so 1976 dann veröffentlicht, hat aber auch, wenn Touristen da hingekommen sind, immer wieder drauf gepocht und so seine Interpretationen sind richtig. Dieses Bild, was ihr hier seht rechts, das ist so abgeleitet von diesen Weltkarten auf den Ica-Stein, wie ihr glaubt, wie sich die Kontinente bei dieser Katastrophe verschoben haben, als die Aliens die Erde verließen. Gut, die Archäologen sagen natürlich, alle Steine sind fake. Da gibt es verschiedene Angaben. Es gibt bei Cabrera schon in den 70er Jahren 15.000 Steine, andere sagen 20.000 Steine, aber sie alle wären gefälscht worden und diese Steine wären eben von Indios angefertigt worden, die ihm die verkauft haben oder geschenkt haben oder wie Peter gerade sagte, so einfach so überlassen haben. Und das ist besonders interessant, denn da gab es natürlich dann erste Streitereien und erste Meinungen schon 1966, 1967 und später auch 1969. Da gab es dann so erste Analysen, die der Cabrera tatsächlich auch veröffentlicht hat, unter anderem in Bonn, hier in Deutschland, aber auch in Lima. In Bonn sagte man so, ja, wir wissen nicht, wie alt die sind. In Lima kam man dann am Institut für Bergbau an der Technischen Universität von Lima zu dem Ergebnis, ja, 10.000 Jahre oder älter. Dann gab es 1969 vor allen Dingen die Forderung, diese Gravuren scheinen sehr alt, aber man muss unbedingt diese Steine dort ausgraben, wo sie archäologisch dann angeblich gefunden werden. Und da ist es dann interessant, der Cabrera selber hat das genauso gesehen, und zwar schon 1970. Und da hat er gesagt, da hat er versucht, im April 1970 eine Grabungsgenehmigung zu bekommen, um diese Steine vor Ort selber auszugraben mit Archäologen, damit sie datiert und richtig dokumentiert werden können. Das wurde aber abgelehnt, 1970. Und diese Steine waren dann eigentlich in Ica zwar lange bekannt, so ab 1961 ungefähr, aber die stießen nirgendwo auf Interesse. Und so haben zum Beispiel ab 1961 schon die Brüder Soldi Steine gesammelt und haben versucht, dass die Archäologen sich da mal für interessieren. Guckt mal, was wir hier haben. Wir haben schon eine Sammlung, mehrere Dutzend Steine. Sammelt, schaut euch die mal an. Ist das was archäologisch Wertvolles? Und die Archäologen in Lima, in Peru, die haben alle abgewiegelt, alles fake, haben wir kein Interesse. Dann kam der Busse, der hat zwei Bücher geschrieben, ein Doppelband über die Archäologie in Peru und hat darüber auch berichtet, dass es diese Steine gibt und dass die Archäologen die doch mal beachten sollen. Und das war dann ganz besonders interessant, weil es gab den ersten internationalen Kongress der Andenarchäologie in Lima damals. Und da hat er gesagt, gut, das ist ja die Gelegenheit, die Archäologen für die Andenarchäologie mal für diese Steine zu begeistern. Und hat es dann eben versucht, auch auf diesem Kongress. Und das war wieder Interesse null. Keiner interessierte sich dafür. Die guckten sich die Steine an, Fotos von diesen Steinen und sagten, nein, das ist alles fake. Gut, Interesse hatte aber dann Robert Charroux, den werden wahrscheinlich die eingefleischten Präastronautiker kennen, ein französischer Autor über Präastronautik, aber auch andere Mysterien der Welt. Seine große Kernaussage, der hat überall irgendwelche Hinterlassenschaften gesehen von Menschen, die von der Venus gekommen wären. Und er hat am 29. April 1973 seine erste Reise angetreten zu Dr. Cabrera, um sich die Steine anzuschauen. Und er schreibt dann in seinem Bücher, das heißt, das Rätsel der Anden ist die deutsche Übersetzung, dass er war völlig fasziniert. Es waren so viele Steine und er muss unbedingt wiederkommen. Er hatte ja überhaupt keine Übersicht, was da alles zu finden ist. Und am 11. März 1974 kam er dann wieder zu Dr. Cabrera, diesmal über zwei Tage, mit einer ganzen Delegation, hatte ich hier in Anführungszeichen gesetzt, also sein Verleger war damit, ein anderer französischer Autor ist noch mitgekommen, von der peruanischen Luftwaffe ist jemand mitgekommen, ein Archäologe, also eine ganze Gruppe. Der Cabrera hat das in seinem Buch geschrieben, also er war wahnsinnig fasziniert, dass so eine wichtige Gruppe aus Frankreich kommt, um sich seine Sammlung anzuschauen. Aber das war ein besonderer Wendepunkt 1974, dieser Besuch, denn es hieß da, dass der Cabrera mindestens 20.000 Steine in seiner Sammlung hat und wahrscheinlich sogar weit mehr hat es dort der Direktor des Nationalmuseums der peruanischen Luftwaffe gesagt und dass es überhaupt keinen Zweifel an der Echtheit geben würde. Und Robert Charroux, der eigentlich, wenn man so seine Bücher kennt,
an nirgendwo Zweifel hatte. Egal, hier ein Mysterium, das ist echt alles. Die hat also gar nichts in Zweifel gezogen. Das kommt besonders gut herüber in seinem Buch Das Rätsel der Anwesenheit, wie es auf Deutsch heißt. Die ist die erste Ausgabe in Frankreich, 1974, Anfang Dezember 1974 erschien die. Und er hat zum Beispiel gesagt, die Echtheit steht jedenfalls außer Zweifel. Unter anderem hat er dann auch noch gesagt, eines aber wollen wir hier noch einmal festhalten. Die Steine sind eindeutig echt. Sie stammen nur aus den Grabräubern bekannten Jahrtausendealten Verstecken und sind keinesfalls Produkte unserer Zeit. Also mit solch einer Überzeugung hat er es 1974 dann veröffentlicht und publik gemacht, was, wie wir gleich sehen, ganz erstaunlich ist, dass er solche Behauptungen in die Welt gesetzt hat. Denn bei Cabrera war bei diesem Buchbesuch, bei dieser Delegation, auch der ein Archäologe. Und er hat ihnen gesagt, sie brauchen bloß zu den Bauern von Ocoya gehen. Dort können sie kaufen, was ihr Herz begehrt. Dieses Dorf ist heute im Zusammenhang mit den Steinen von Ica legendär, denn da werden die Steine in Massen produziert. Und ich weiß, da hinten sitzt einer, der letztens noch da war sogar, vor einiger Zeit. Er hört nicht zu. Aber dann ist dann der Robert Charroux dort auch hingefahren und da traf er quasi ein Dorf voller Steine. Er schreibt, in jedem Garten, vor jedem Zaun, es wimmelte von gravierten Steinen. Und dass dieses Geheimnis von diesem Dr. Cabrera, dieses angeblich geheime Depot, ein offenes Geheimnis ist, weil da alles herumlag. Es wäre eine lukrative Einnahmequelle für die Dorfbevölkerung und es wäre eben voller Steinhändler. Und die interessantesten Stücke, so hat Robert Charroux 74 schon geschrieben, würden die Indios, die Einheimischen, für Dr. Cabrera zurückhalten und nur an ihn weitergeben oder verkaufen. Ganz interessant ist natürlich, dass sie da alle sagten, ja, das ist alles echt, diese ganzen Steine, die in unserem ganzen Dorf hier überall rumliegen und es waren noch Tonwaren da zu bekommen. Er schreibt doch, dass Kinder da angelaufen kamen, direkt Tonwaren anboten, aber dass das alles authentisches Material wäre. Dann kam das Buch im Dezember 1974 auf den Markt in Paris, in Frankreich, Das Rätsel der Anden. Und die Zeitung, die peruanische Zeitung Espresso, die kommt aus Lima, ist eine landesweite Zeitung, fand diese Story so interessant von diesem Buch, was da in Paris erschienen ist, in Französisch, und hat da 8 Tage lang um Weihnachten Sonderberichte drüber gemacht mit vielen Fotos, 8 Tage lang. Und das wurde dann in ganz Lima wurde bekannt, ui, da gibt es diese berühmten Steine oder jetzt berühmten Steine. Und das ist ja sensationell. Und die Artikelserie hieß Die Botschaft einer anderen großen Menschheit. Und das faszinierte dann die ganzen Peruaner, jeder kannte das. Dann aber kurz danach kam im Jahr 1975, schon am 13. Januar, eine neue Zeitungsmeldung heraus, und zwar ein 13-seitiger Sonderbericht in der Zeitung Hyundai, auch in Lima. Und die hat dann dargestellt auf diesen 13 Seiten, es ist alles fake, und zwar waren wir selber vor Ort, dort, wo der Robert Charroux vorher war, und haben da den Fälscher getroffen, Basilio. Und dieser Basilio hat uns gesagt, ich, meine Frau, mein Cousin und die Frau meines Cousins, wir alle haben alle 10.000 Steine selber angefertigt. Es ist alles fake, auch wenn wir vorher gesagt haben, das wäre echt zu diesem französischen Schriftsteller. Aber nein, das haben wir uns aus den Fingern gesogen und haben alles selber graviert. So, das ist so von 1975 aus der Zeitung Hyundai, so wie der Basilio da seine so mal Steine als Beispiel so anfertigt. Ja, das war natürlich dann ein Sinneswandel. Er war 1974, hat er noch gesagt, alles ist echt und hier gibt es keine Fälschungen. Und dann auf einmal, Anfang 1975, als das Interview erschien mit ihm, unter anderem in diesem Sonderbericht, hat er gesagt, alles ist fake. Ja, und dabei ist es natürlich interessant, wenn man sich diesen Bericht noch einmal genauer anschaut, denn er selber sagt, und seine Frau wurde auch interviewt und die Frau seines Cousins, dass kurz bevor die Zeitung da war, ein Interview gegeben hat, die peruanische Antikenpolizei da war. Und zwar wurden alle verhaftet wegen Grabräuberei, weil eben durch das Expresso diese Steine überall bekannt wurden als authentische Artefakte. Und er hat dann gesagt zu der peruanischen Antikenbehörde, nein, das ist alles fake, wir haben das selber gemacht. Und dann haben die gesagt, gut, dann seid ihr jetzt wieder entlassen, wenn das alles fake sind, seid ihr keine Grabräuber. Und dann war eben dieser Basilio bekannt als der Fälscher, der alles anfertigt und eben sich alles aus den Fingern gesogen hat und Dr. Cabrera quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem er immer neue Steine anfertigte
und verkauft. Aber das Gefängnis blieb ihm dann halt so erspart damals. Aber es dauerte ja nicht lange, dann wurde das Thema so richtig bekannt. Und zwar kam am 18. März 1976 der Film Botschaft der Götter in die Kinos, ins Fernsehen dann auch. Und zwar ist das ja so die zweite Dokumentation zu den Büchern von Erich von Däniken. Den seht ihr ja da als junger, pfeifenrauchender Mann. Und er war dann auch fasziniert von diesem Stein von Ica. Aber diese Steine von Ica werden in diesem Film Botschaft der Götter schon gezeigt, da wo Robert Charroux ein 30-sekündiges Interview so ungefähr gibt. Und da wurden die auch alle als echt bezeichnet. Übrigens hier unten im Bild, das ist der junge Erich. Und den in der Mitte, ich glaube, den meisten werden ihn erkennen, das ist der Josef F. Blumrich. Der war auch mit. Das ist der Caprera hier. Aber wie dem auch sei, natürlich musste dann der Erich selber nach Peru, selber den Dr. Caprera mal aufsuchen, sich selber die Sammlung und die Steine mal anschauen, ist dann also auch nach Peru geflogen und er schreibt in seinem Buch Beweise, was schon 1977 erschienen ist, erstmal, dass Caprera so ziemlich engstirnig ist mit seinen Ansichten und dass er das auch bedauert. Er duldet keine Gegenmeinung, was ich bedauere, schrieb der Däniken damals. Und Caprera selber verwies damals 1977 den von Däniken darauf, dass es ein Dorf gibt, wo die Dinger gefälscht werden und er sich da welche anfertigen lassen kann, beziehungsweise welche kaufen kann. Das hat der Däniken auch damals gemacht, der von Däniken, ist da auch hingefahren, hat Basilio auch getroffen, hat sich zeigen lassen, wie das so angefertigt wird und schreibt auf, ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube auf knapp 10 Seiten schreibt er in dem Buch Beweise von diesen Erfahrungen und dass es eben unglaublich viele Fälschungen gibt. Aber das Thema war damit ja noch lange nicht am Ende. So, das ist nochmal kurz ein Beispiel, dass Caprera selber diesen Basilio als Fälscher nennt und sogar die Fälschungsbilder in seinem eigenen Buch abdruckt. Aber das Thema war dann so, naja, es ging etwas hin und her, aber dann kam am 3. November 1977 eine Dokumentation, Pathway to Gods, von der BBC ins Fernsehen. Das war eigentlich eine Dokumentation, da kann man sagen, die war 90 Minuten gegen Präastronautik. Es gab 1977 in dem Magazin Ancient Skies, so hieß ja unser Magazin Sagenhafte Zeiten, vorher gab es einen Artikel, der hieß, glaube ich, 90 Minuten Anti-AAS, so hieß dieser Artikel damals, wurde da veröffentlicht. Da war so eine Gegendarstellung von diesem BBC, von dieser Dokumentation. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nur darum, was in dieser Dokumentation speziell zu Nazca gesagt wurde. Da war nämlich dann wieder der Basilio, nicht zu Nazca, zu den Steinen von Ica, der Basilio. Und der hat dann wieder seine Steine präsentiert. Und oh, ich habe hier super Schätze gefunden, ich kenne ein geheimes Depot und ist alles ganz toll. Und dann dauerte es nicht lange und schon wieder standen die Behörden bei ihnen vor der Tür. Hey, der Netter, was hast du da? Oh, nee, ich habe alles gefälscht. Ah, okay. Dann hat die BBC das Gleiche 1996 nochmal gemacht mit einer anderen Dokumentation und wieder auf einmal die Basilio aus dem Hut gezaubert. Oh, wir haben hier einen Fälscher, den niemand kannte. Also quasi, sie hätten das enthüllt und so. Er sagt zwar, das ist echt und so, aber da kam schon wieder die antiken Polizei und er landete sogar vor Gericht, aber hat dann auch wieder gesagt, dass alles gelogen ist, was er sagt. Also ein sehr großes Hin und Her, was auch in Deutschland am 7. August 1997 in die Kinos kam, und zwar Das Geheimnis der Steine von Ica. Eine Dokumentation, ich erinnere mich sehr gut, ich weiß nicht, ob er hier im Publikum sitzt, der Walter Jörg Langbein war dabei, ich war indirekt auch dabei bei dieser Dokumentation. Das war eine gruselige Dokumentation. Also die haben da auf Sensation gemacht, ohne Ende. Und als allergrößten Höhepunkt haben die 1997 Basilio vor die Kamera geführt und gesagt, da ist er, wir haben ihn gefunden. Er hat alles gefälscht, was jahrzehntelang bekannt war. Ich habe hier mal dieses Bild eingefügt. Das ist von diesen Fälschern, die da tatsächlich natürlich ihre Fälschung in Massen anfertigen. So die Vorlagen, wie sie das machen. Das fand ich interessant. Das ist ein Ica-Stein, das erinnert an assyrische Panzerwagen, wo es auch mal einen Artikel darüber gab. Das Rätsel der assyrischen, der biblischen Panzerwagen ist, glaube ich, in Kosmische Spuren, Band 1, 88 ist das mal erschienen. Aber da sieht man schon, dass die Fälscher sich so von allem möglichen Kram inspirieren lassen. So, der Mythos ging dann weiter.
Basilio hat angeblich im Jahr 2000 gesagt, wo das geheime Depot mit den echten Funden ist. Und 2002 hat dann der Autor Benitez, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat drei Bücher, gibt es in Deutsch, zum Beispiel 100.000 Kilometer zu den UFOs oder so, hat dann dort Ausgrabungen durchgeführt, begleitet von einem Kamerateam, wie man es hier ganz gut sehen kann, und hat dann auch tatsächlich gravierte Steine dort entdeckt. Hier kann man es besser sehen, ich habe ja unübersehbar Pfeile drauf gemacht und nachher wurde dann angestoßen, ja, wir haben jetzt bewiesen, dass doch alles mal wieder echt ist. Und der Basilio hat dann halt so quasi nach Jahrzehnten des Schweigens das geheime Depot von diesem Cabrera preisgegeben. Offensichtlich, wie man sieht, irgendwo in der Wüste. Das ist ein bisschen untergegangen. Piedras Cabrera son auténticas. Die Steine von Cabrera sind authentisch. Und zwar hat es eine Thermonomen-Lizenzdatierung gegeben von der Freien Universität in Madrid, also in Spanien, von Steinen von Ica. Die wurden hier publiziert in diesem Buch, das gibt es leider nicht auf Deutsch, im Jahr 2007. Und da habe sich angeblich herausgestellt, dass die Steine von Ica vor fast 100.000 Jahren graviert worden sein sollen. Das ist in Deutschland eigentlich fast gar nicht bekannt. Dieses Buch gibt es, ich glaube, auch nicht mal auf Englisch und kostet 400 Euro gebraucht bei Amazon als Original. Da wurde dann in Peru auch drüber berichtet in Zeitungen, dass da eben angeblich jetzt doch authentische Funde gemacht worden sein sollen mit dieser Thermonomen-Lizenzdatierung. Alles sehr fraglich, genau wie diese Ausgrabungsarbeiten da in der Wüste mit dem Fälscher Basilio und diesem Autoren Benitez, ob da nicht die Steine vorher schon irgendwie platziert worden sind. Das will man nicht unterstellen, aber möglich ist es natürlich. Ein unterirdisches Depot, sagte ich ja gerade, ist es ja ganz offensichtlich nicht. Man sieht ja, das ist Wüste, sie graben so Löchchen und da liegen dann die Steine. Aber Cabrera hat widersprüchliche Angaben gemacht, genauso wie die Fälscher und der Basilio selbst. Und haben immer von Depots in Höhlen gesprochen. Da würde es Höhlen geben. Wir haben ja gerade im Vortrag von Peter auch gehört, von dem Höhlenlabyrinth gerade schon, was es dort gibt in der Ruinenstätte Chavia. Und das gibt es natürlich in Peru überall. Solche Inka-Grotten werden sie so im Volksmund genannt oder Inka-Höhlen. Und da bin ich auf einen Bericht gestoßen. Ich habe, falls einer genauer gleich mal nachlesen will und hier einen Kopierer gibt, ich habe diesen Bericht bei, vom Dezember 1971 in der Ausgabe 12 von Bild der Wissenschaft. Bild der Wissenschaft gab es also damals schon, gibt es heute noch und ist ja quasi so, naja, für Deutsche sagen, das ist so die seriöse Wissenschaftszeitung. Die Internetadresse wissenschaft.de verspricht das ja schon. Das wäre Wissenschaft pur. Aber da gab es eine Meldung, aktuelles aus der Wissenschaft, ein weiteres Geheimnis der Inkas. Und da hieß es, dass eine Expedition in den Anden in Felsspalten Türen gefunden hat, die 8 Meter hoch, 5 Meter breit und 2 Meter dick gewesen sind. Sie waren auf Wasser und Kugelsteinen gelagert. Man konnte sie öffnen. Dann öffnete sich ein riesiger Gang, der war mit Steinplatten ausgelegt, die waren so geriffelt, wird extra betont hier in diesem Artikel auch. Das war dann halt rutschfest, man konnte dort gut laufen, die Expedition ging da weiter. Dieser Tunnel ging dann so in einem leichten Winkel schräg ab, führte Richtung Nordwesten, in Richtung der Pazifikküste und zwar nach etwa 90 bis 105 Kilometern wären sie am Ende dieses Tunnels gewesen und befänden sich so ungefähr 25 Kilometer unterhalb des Meeresbodens des Pazifiks. Auf die Insel Guanape würde dieser Tunnel so zulaufen. Das wären so nochmal so 30, 40 Kilometer weiter, wenn man Luftlinie einfach mal die Linie weiterzieht vom Berg Huascarán aus, ein heiliger Berg der Inkas. Ja, und da ist natürlich interessant, dieser Berg ist natürlich erstmal 600 Kilometer Luftlinie von Ica entfernt. Aber der zeigt doch schon, dieses Beispiel aus Bild der Wissenschaft, dass da doch irgendwie noch geheime Tunnelsysteme existieren können, wo es tatsächlich so ein Depot von echten Steinen gibt. Und hier ist dann wieder so eine Sache. 1970 hatte der Cabrera ja schon beantragt, eine Grabungsgenehmigung bei den Artikelbehörden an der authentischen Fundstelle der Steine. Das heißt also, er muss 1970 ja schon gewusst haben, wo die Steine, die angeblich echten Steine zu finden sind. Aber das war ja damals dann eben, wurde ja abgelehnt und er hat so offenbar, zumindest erwähnt das nicht mehr weiter, nicht weiter verfolgt.
ob diese Expedition wirklich stattgefunden hat. 1970, 71, also das war die Dezemberausgabe von 1971. Das ist natürlich schon fraglich. Ich habe versucht, da mehr rauszufinden und habe auch Bilderwissenschaft mit verschiedenen Stellen dort geschrieben Anfang dieses Jahres. Und das ist dann ganz erstaunlich gewesen. Die haben mir erzählt, die haben alles digitalisiert, ihre alten Ausgaben und so. Das gibt es alles im Archiv. Aber das hier, diesen Bericht über diesen seltsamen Tunnel von, sagen wir mal, 100 Kilometer Länge, den hätten sie nicht im Archiv und hätten dazu auch überhaupt keine Quelle. Das fand ich schon wieder komisch, weil, wie gesagt, Bild der Wissenschaft gilt zumindest heute als Garant für eine seriöse, populärwissenschaftliche Zeitung. Aber Quellen gab es nicht. Ja, zum Abschluss noch mal kurz ein Sprung in das heutige Depot. Ich hoffe, alle können die Bilder erkennen. Also Ica-Steine kann man da vor Ort in Massen kaufen. Ich habe auch, hier habe ich leider vergessen, wollte ich mitnehmen, so ein paar Exemplare. Davon habe ich auch zu Hause. Also die werden in Massen für die Touristen angefertigt. Man kann zugucken, wie die angefertigt werden. Sogar als Schlüsselanhänger gibt es sowas. Hinten steht ein kleiner Aufkleber drauf, Made in Peru dann. Heute lässt sich da wirklich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was da irgendwann mal eventuell authentisch war oder nicht. Wobei man natürlich sagen muss, diese Steine sehen natürlich anders aus als die mutmaßlich authentischen Objekte des Dr. Cabrera. Wobei es da noch viele Zweifel gibt wegen seiner geheimen Sammlung, auf die ich jetzt hier nicht eingehe, mit Dinosaurierfiguren und so. Aber das sollte zeigen, dass dieser Fälscher, dieser Basilio, offensichtlich meiner Überzeugung nach tatsächlich authentische Steine gefunden hat, geklaut hat mit seinem Cousin und dessen Ehefrau und dann weiterverkauft hat oder damit Handel getrieben hat, bis eben die Antikenbehörde da gekommen ist. Und er dann auch mit den Fälschen angefangen hat. Interessant ist in diesem Interview, als er dann alles gesteht, hat er gesagt, er hat nur von 1963 bis 1973 die Steine gefälscht, also knapp 10 Jahre. In den 10 Jahren hätte er also 20.000 Steine mit seinem Cousin angefertigt. So hat er das da im Interview gesagt. Kann man sich natürlich ausrechnen, wie fleißig die waren, wie viele Kinder vielleicht geholfen haben im Dorf. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass sich das Rätsel irgendwie mal lösen lässt, was da jetzt echt war oder was nicht war. Das wird das Allermeiste gefälscht sein, aber ich bin überzeugt, es gibt authentische Steine und es zeigt eben doch, Basilio hat doch wohl echte Steine mal gefunden. Ja, damit bin ich schon am Ende und ich möchte euch nochmal kurz, was Peter Glaut kurz angesprochen hat, auf ein Buch hinweisen. Das wird ja Band 2 der Forschungspapiere der AAS, wird im November erscheinen bei Werner Betz im Engine-Mail-Verlag. Geht um die Suche nach dem Mythos vom UFO-Flughafen in Peru, eben das Thema Nazca und so. Eine etwas umfangreichere Arbeit ist es geworden. Gut, damit bedanke ich mich und dann starten wir mal in eine kleine Pause, glaube ich.